Es geht um Trans-Inter, nicht-binäre Geschichte. Wir haben dem Vortrag als Untertitel gegeben, eine Bestandsaufnahme mit Ausblick. Wir werden uns heute weniger konkreter Trans-Inter, nicht-binäre Geschichte widmen, sondern eher den theoretischen Überlegungen, die da praktisch dahinter liegen. Also was ist Trans-Inter, nicht-binäre Geschichte überhaupt? Wer macht Trans-Inter, nicht-binäre Geschichte? Wo können vor allem auch wir als Trans-Personen, als Inter, als nicht-binäre Personen ansetzen? Welche Rolle haben wir auch in dieser Wissensproduktion? Deswegen finde ich auch so diesen Panel-Titel Transgeschichte und Wissensproduktion sehr gut gewählt auch für unseren Beitrag. Jetzt können wir direkt auf die nächste Folie und würden uns kurz persönlich vorstellen. Genau, ich heiße Orlando, ich habe Religionswissenschaft und jüdische Studien studiert. Also nicht Geschichtswissenschaft im klassischen Sinne, vielleicht kommen wir da auch nochmal später darauf zu sprechen. Genau, mit Fokus auf Queer Theory und Gender Studies. Und ich mache Bildungsarbeit im Schulmuseum Berlin, also gibt dort Führungen, aber auch Workshops und Vorträge im Bereich eben queere, trans, inter, nicht-binäre Geschichte und bin auch Dozent an deutschen Unis. Genau, mein Name ist Joy. Ich bin gerade im Masterstudium in den letzten Zügen. Fach ist Sprach- und Literaturwissenschaften. Und dazu mache ich auch Bildungsarbeit zu TIN-Geschichte, queerer Literatur und Sprache allgemein. Ja, unsere Beschäftigung mit trans-inter, nicht-binärer Geschichte und unsere Zusammenarbeit ist in einem ganz konkreten Rahmen entstanden, nämlich dem Sammelband bzw. Buchprojekt TIN Stories. Das ist ein Sammelband, ursprünglich auf Joyce Mist gewachsen, unter aktueller Beteiligung von 15 AutorInnen mit sehr verschiedenen Hintergründen. Also teilweise Menschen, die akademisch arbeiten, teilweise auch nicht. Und deckt grob trans-, inter- und nicht-binäre Geschichte in Deutschland und auch im weiteren deutschsprachigen Raum ab 1900 ab. Veröffentlichung ist für Ende 2022 geplant. Wir sind so in den letzten Zügen. Ja, es wird spannend und erscheint bei Edition Assemblage. Das Ziel eben ist, TIN-Geschichte und die Auseinandersetzung damit zugänglicher zu machen. Warum das so wichtig ist, werden wir auch im Laufe des Vortrags noch euch besprechen und darin vor allem irgendwie auch Raum für marginalisierte und intersektionale Perspektiven zu schaffen. Könnten wir weiter zum nächsten Slide? Genau. Wenn wir so über trans-, inter-, nicht-binäre Geschichte, TIN-Geschichte reden, müssen wir uns halt auch erstmal fragen, welche Begriffe überhaupt benutzen und warum. Wir haben uns für diesen TIN-Sammelbegriff entschieden. Einerseits, weil er deutlich macht, dass es viele überlappende Erfahrungen gibt, auch viele überlappende Geschichten. Also Geschichten zum Beispiel, die eben zwischen oder in beiderseits Trans- und Inter-Communities zu verorten sind. Erfahrungen, die zum Beispiel gerade im Hinblick auf Transition oder auch auf Diskriminierungserfahrungen, die Trans-, Inter- und nicht-binäre Personen machen. Gleichzeitig auch natürlich für uns als AutorInnen, als Forschende so ein Sammelbegriffe auch unserer persönlichen Positionierungen. Dabei ist wichtig zu sagen, dass es eben ein Arbeitsbegriff ist. Das heißt, es ist eben mehr als nur ein Identitätsbegriff. Und was dabei auch wichtig ist für uns, ist zum Beispiel zu sagen, wir machen Inter explizit sichtbar und reden nicht nur von Transgeschichte, um auch innerhalb von diesen Communities sichtbar zu machen, dass es gewisse Positionierungen gibt, die oft unsichtbar gemacht werden, wie zum Beispiel Intermenschen und Intergeschichte. Und durch diesen Teambegriff sind eben alle diese Komponenten halt auch sichtbar und drinnen. Die andere Frage ist, inwiefern sind trans, inter, nicht-binär überhaupt historische Begriffe? Inwiefern kann man überhaupt hergehen und damit Erfahrungen, Communities beschreiben, die diese Begriffe vielleicht nicht mal gekannt haben, weil die damals noch nicht etabliert waren oder die ganz andere Vorstellungen davon hatten? Ein gutes Stichwort dazu hat mal die Transwissenschaftlerin Susan Stryker gegeben, die gefragt hat, wir sollten genau dieses Misstrauen, das wir modernen Transbegriffen entgegenbringen und uns fragen, wie kann man überhaupt moderne Transbegriffe auf die Geschichte anwenden, auch auf Kategorien wie Mann und Frau anwenden. Also HistorikerInnen hinterfragen nicht so oft
das eigene Geschlechterbild, was sie in Bezug auf binäre, biologistische Geschlechter haben, das ja auch von ihrem Kontext und von ihrer Zeit geprägt ist. Und so genau ist das halt auch bei Trans, Inter und Nicht-Binär, dass es klar ist, dass diese Begriffe einen im Wandel sind, so, aber dass die halt eben auch unser Verständnis davon prägen. Also wir eigentlich auch nicht Geschichte schreiben und Geschichte machen können, ohne unser Verständnis zwangsweise mitzubringen. Jetzt könnten wir zur nächsten Folie übergehen. Ja, Stichwort Bestandsaufnahme. Wer macht Tingeschichte und wo passiert Tingeschichte? Für uns persönlich ist auch dieses Buchprojekt und auch die Arbeit, die wir jetzt machen, indem wir darüber Workshops halten und so, daraus erwachsen, dass wir selbst in unserer Schulbildung und auch in unserer sonstigen akademischen Bildung wenig beziehungsweise nichts zu Tingeschichte mitbekommen haben. Das liegt einerseits daran, dass queere Geschichte generell und vor allem Tingeschichte eine sehr, sehr marginalisierte Rolle in geschichtswissenschaftlichen Diskursen einnimmt und auch in der Schulbildung, da wird Joy dann noch später drauf eingehen. Und andererseits auch, dass diese Geschichten oft sehr cisnormativ geführt werden. Also wenn es Transgeschichte vor allem gibt, die in den Geschichtswissenschaften irgendwie Einklang gefunden hat, dann wird die meistens von Cis-WissenschaftlerInnen gemacht. Was hat das für Folgen? Einerseits, auf welche Narrative und Medien konzentriert sich dann diese Teen-Geschichte, die einerseits akademisch ist, also noch auch eine gewisse Vorstellung hat, von was ist es wert, sozusagen Geschichte genannt zu werden, auf welche Quellen konzentrieren wir uns. Und das kann zum Beispiel so ausschauen, dass sich dann eben im Bezug auf Trans, gerade auch in der deutschen Geschichtsschreibung, eben auf medizinische und gerichtliche Quellen konzentriert wird. Also die Pathologisierung und auch teilweise rechtliche Verfolgung von Transpersonen, weil dann praktisch davon ausgegangen wird, dass das die authentischen Quellen sind über die geschichtliche Situation von Transmenschen. So. Und währenddessen Selbstzeugnisse als nicht so glaubwürdig angesehen werden. Das ist der eine Punkt. Der andere Punkt ist auch, welche Narrative, das heißt, welche Bilder von Trans oder auch von Intergeschlechtlichkeit dann eben gewählt werden, die dann meistens sehr binär sind, oft auch die Pathologisierung, die vielleicht in den historischen Quellen erfolgt, noch fortschreiben und andere Aspekte von historischen Trans und auch vor allem von Interrealitäten ausblenden. Und dann ist die Frage, wen erreicht Tingeschichte? Das ist für uns auch, wie gesagt, ein ganz wichtiger Punkt, warum wir diesen Sammelband machen, der zwar teilweise akademisch informiert ist, aber nicht nur, weil das, was es bislang vor allem im deutschsprachigen Raum gibt, eigentlich nur aus akademischen Kontexten stammt. Wenn jetzt vor allem über Schriftstücke, also Bücher oder sowas reden. Und das heißt erstens, dass Menschen eben, die nicht in akademischen Räumen sind, keinen Zugang zu diesen Quellen haben oder zu dieser Art von Tingeschichte haben. Und zweitens auch, dass diese Art von Tingeschichte eben auch wieder nicht das widerspiegelt, was alles Tingeschichte sein kann. Also Bewegungsgeschichte, Scenes, YouTube-Videos und so weiter. Jetzt könnten wir zum nächsten Slide. Ja. Was ist denn eigentlich Tingeschichte, wenn trans-inter-nicht-binäre Menschen diese Geschichte oder Geschichten schreiben? Dann geht es vor allem um die Einbeziehung von unseren eigenen Erfahrungen, Körperlichkeiten, Affekten, also emotionale Zugänge und Communities. Und das steht krass im Gegensatz auch zu eben einem konventionellen Geschichtsverständnis und zu einem konventionellen Verständnis von Wissensproduktion, die davon ausgeht, Wissen ist etwas Neutrales, Geschichte besteht aus objektiv feststellbaren Fakten und WissenschaftlerInnen haben darin praktisch eine neutrale Position, die nur darin besteht, die Fakten zusammenzutragen. So. Das führt, wie schon gesagt, eben gerade, wenn aus einem cisnormativen Blick trans- oder inter- oder nicht-binäre Geschichte geschrieben wird, zu einer Reduktion, zu einer Verengung dieser Geschichten bis hin zu eben gewaltvollen Fortschreibungen. Der Ansatz von vielen trans-internicht-binären Geschichtsschreibenden und auch von uns ist eben bewusst, diese eigenen Erfahrungen mit einzubeziehen und erstens anzuerkennen, dass
es sowas wie eine neutrale Geschichte nicht gibt, dass es die eine objektive Geschichte nicht gibt, auch nicht die eine Transgeschichte. Und andererseits auch unsere Erfahrungen und unsere auch Körperlichkeiten und unsere emotionalen Zugänge zu dieser Geschichte nutzbar zu machen. Und dazu habe ich ein Beispiel mitgebracht aus unserem Sammelband. Das ist gerade ziemlich cool und aufregend, weil wir das erste Mal mit Leuten da draußen einen Teil daraus teilen. Und das ist aus dem Text von Harold Glanzadier. Wir haben da richtig Ballett gemacht, Nadja Schallenbergs Transaktivismus in der DDR und Wendezeit. Und das ist direkt der Beginn des Artikels. Ich lese jetzt das Zitat kurz mal vor. Auf der Suche nach historischen Vorbildern für Transpersonen in Deutschland sitze ich im Sommer 2020 bei fast 30 Grad, schwitzend im Archiv des Schwulen Museums. Ich halte die persönlichen Aufzeichnungen von Nadja Schallenberg in den Händen. Auch 30 Jahre später spüre ich ihren Tatendrang und er durchdringt mich wie ein elektrischer Impuls. So. Also ich finde, das zeigt sehr gut, wie Mensch trotzdem mit Quellen Geschichte schreiben kann und auch versuchen kann, neue Zugänge zu Transgeschichte zu finden und gleichzeitig die eigenen Erfahrungen, die zwangsweise auch damit reinspielen, auch zum Beispiel die Motivation, warum Harold sich mit dieser Geschichte beschäftigt und gerade das so spannend findet, auch mit einbezieht. Jetzt könnten wir zur nächsten Folie. Ich habe bis jetzt vor allem viel kritisiert an so normativer Geschichtsschreibung, also cis-orientierter und akademischer Geschichtsschreibung. Aber das heißt natürlich nicht, dass nicht auch trans-, inter-, nicht-binäre Geschichte frei von Spannungsverhältnissen und auch von potenziellen Risiken ist. Da würde ich gern zurück zu der Frage kommen, was ist denn überhaupt Geschichte und worum geht es uns dabei, wenn wir Geschichte schreiben? Was wir oft mit Geschichte verbinden, gerade auch wenn wir uns im Schulkontext mit Geschichte beschäftigt haben, ist so dieser klassische historistische Ansatz, Ereignisgeschichte im Sinn von das und das ist wirklich passiert. Das gibt es natürlich in TIN-Geschichte auch, ist auch relevant, zum Beispiel überhaupt rekonstruieren zu können, wie haben Transmenschen in Deutschland vor 100 Jahren gelebt? Welche rechtlichen Institutionen gab es da? Welche Quellen gab es da? Was können wir da überhaupt drüber lernen? Das ist deshalb wichtig, weil ja bisher in der normativen Geschichtsschreibung einfach eine große Lücke besteht in Bezug auf Trans-, Inter- und Nichtbinär. Gleichzeitig sollten wir aber trotzdem nicht aus dem Blick verlieren, diese übergeordneten Fragestellungen, die vor allem auch queere Ansätze an die Geschichtsschreibung, also an Historiography, gestellt haben. Also welche Geschichten erzählen wir und warum? Da wieder das Stichwort Wissensproduktion und Machtverhältnisse. Auch wir als trans-inter-nichtbinäre Geschichtsschreibende können uns nicht diesen Machtverhältnissen entziehen und haben auch einen Teil dabei mit den Geschichten, die wir schreiben. Also zum Beispiel fokussieren wir uns vor allem auf weiße Transgeschichten, fokussieren wir uns vor allem auf sogenannte Erfolgsnarrative, zum Beispiel eben von Menschen, die Operationen hatten, von Menschen, die gewisse Transforderungen, die wir heute haben, durch ihre Zeugnisse bestätigen und so weiter. Und dann ist eben die Frage, Geschichte als Empowerment oder Legitimationsstrategie? Also benutzen wir Geschichte praktisch nur als Instrument, um unsere Existenz oder auch unsere Kämpfe zu legitimieren? Ist diese Praxis nicht teilweise auch gewaltvoll? Und welchen Preis hat dieses Empowerment? Dafür würde ich auch gern wieder ein Zitat aus unserem Buch bringen. Nämlich von Alma Roggenburg aus dem Artikel Nicht eure Trianinnen. Das ist eine Anspielung auf den Begriff Transcestors aus dem Englischen. Gegen die politische Vereinnahmung von indigener und Intergeschichte. Und Alma schreibt, wir haben keine Geschichte. Wir existieren nicht in dem, was als vergangen betrachtet wird. Allein die Quellenlage für eine Geschichte abseits jeweils zeitgenössischer Geschlechternormen ist dünn. Mögliche VorfahrInnen haben es oft vorgezogen, keine Spuren zu hinterlassen oder wurden daran gehindert. Mit welchem Recht reißen wir VorfahrInnen, die möglicherweise lieber unsichtbar geblieben wären, aus den Archiven ans Tageslicht? Und das ist auch eine Frage, die wir uns als Geschichtsschreibende stellen müssen.
Also nur weil wir jetzt transinter oder nicht-binär sind, heißt das nicht, dass die Geschichte anderer trans- und nicht-binärer Menschen außerdem automatisch unsere ist und wir praktisch mit der machen können, was wir wollen. Ich glaube, gerade das wird zum Beispiel auch nochmal ein cooler Punkt für die Diskussion nachher. Und ich glaube, das war jetzt mein Teil, soweit ich weiß. Dankeschön. Dann würde ich übernehmen und genau nochmal mit einer Bestandsaufnahme starten, wie es denn mit TIN-Geschichte so allgemein im deutschen Bildungswesen aussieht. Und Orlando hatte das schon erwähnt, Anfang. Grundsätzlich kann man sagen, dass TIN-Geschichte, wenn es überhaupt Erwähnung findet, dann als Nischen- oder Sonderthema behandelt wird. Und das zieht sich eigentlich durch alle Bereiche des Bildungswesens. Es fängt in der Schule an, eigentlich schon im Kindergarten, wird fortgesetzt an Universitäten, Hochschulen, in allen Bereichen der Erwachsenenbildung. Und ja, da gibt es eigentlich wenige Ausnahmen. Ich werde mich jetzt so ein bisschen auf das Schulwesen konzentrieren, damit das so ein bisschen nachvollziehbarer ist vielleicht. Und gesetzt den Fall, es gibt SchülerInnen, die zum Beispiel bekunden, dass sie gerne mehr dazu erfahren würden, ist das gar nicht so leicht umzusetzen für die Lehrkräfte, weil zum einen fehlt die Sensibilisierung im Studium. Also es ist quasi gar nicht vorgesehen, dass Lehrkräfte dazu unterrichten können. Gleichzeitig gibt es auch super, super wenig gutes Lehrmaterial, was dann herangezogen werden könnte. Es gibt zum Beispiel im Verlag Wochenschau eine Reihe Geschichte unterrichten, die zwar ein Sonderheft zur queeren Geschichte rausgebracht hat und in dem es auch heißt, dass man LSBTI-Geschichte behandelt, aber insbesondere das T und das I wird eher ignoriert. Also zur Intergeschichte findet man eigentlich gar nichts in dieser Publikation. Und auch das Thema Transgeschichte ist extrem cisnormativ behandelt. Das heißt, der Fokus liegt eigentlich ausschließlich auf dem Thema medizinische Transition. Alles andere an Lebensrealität wird eigentlich komplett ausgeblendet. Und diese Art der Behandlung verstärkt natürlich wieder dieses Denken von, okay, das ist ein Nischenthema, das ist irgendwas Besonderes, was eigentlich nichts mit der in Anführungszeichen normalen Gesellschaft zu tun hat. Es gibt aber auch ein paar positive Entwicklungen, zum Beispiel gerade natürlich durch das Internet. Das ermöglicht vielen jüngeren Menschen neue Zugänge. Es gibt vor allem auch viele Podcasts, die sich mit TIN-Geschichte befassen. Aber die Wirkung ist immer so ein bisschen eingegrenzt, weil natürlich nicht jede junge, vielleicht queere Person zu Hause den sicheren Rahmen hat, um sich auch damit irgendwie befassen zu können oder im schlimmsten Fall irgendwelche Konsequenzen fürchten muss, vielleicht auch einfach gehemmt ist. Und man kann natürlich nicht jungen Menschen quasi die Verantwortung dafür alleine überlassen, ob und wie sie den Zugang zu TIN-Geschichte haben. Deswegen gibt es so ein paar Handlungsempfehlungen, die wir quasi zusammengetragen haben, was wir als Forschende zu TIN-Geschichte machen können, um die Zugänge zu erweitern und TIN-Geschichte fester im allgemeinen Diskurs zu verankern. Das Wichtigste ist einmal zu verstehen, dass der gesamte Wissensaustausch immer auch interaktiv laufen muss. Also es kann nicht das Ziel sein, dass quasi Wissen produziert wird und das verstaubt dann und liegt auf Festplatten, liegt in Schubladen, sondern es braucht die Aktivität. Und die drei Säulen, auf denen das Ganze fußt, sind einmal Kooperation, die Vernetzung und eben, wie gesagt, die Aktivität. Kooperation bedeutet sowas wie natürlich einmal ganz offensichtlich die Zusammenarbeit, bedeutet aber auch so Dinge wie Skillsharing, also sich gegenseitig unterstützen bei Fragen zum Beispiel. Was muss ich tun, um ein Buch herauszugeben? Wie finde ich einen Verlag? Wie kann ich forschen? Wie kann ich meine Forschung besser machen? Wie finde ich Zugänge zu Archiven? Mit wem kann ich mich darüber austauschen? Das ist natürlich auch wichtig, wenn wir zusammenarbeiten als Personen, die vielleicht nicht alle aus dem geschichtswissenschaftlichen Bereich kommen, dass wir uns einfach gegenseitig mit dem, was wir haben, was wir können, unterstützen. Die Vernetzung, da würde ich vor allem die Vernetzung zu finanziellen Aspekten einschließen. Also dass wir uns zum Beispiel unsere Netzwerke teilen, wenn es darum geht,
wie können Projekte finanziert werden, dass wir Kontakte miteinander teilen, Adressen, die hilfreich sind, aber dass wir uns auch untereinander vernetzen und so quasi immer von den Stärken, die wir jeweils haben, untereinander profitieren können. Und Aktivität als ein Faktor, weil ich glaube, uns allen ist bewusst, dass wir nicht darauf warten können, eingeladen zu werden, um langsam irgendwie so ein bisschen Raum zu bekommen, sondern man spricht da meistens auch von Doing Transfer. Also es muss aktiv passieren und wir müssen diese Räume nehmen und nicht darauf warten, dass sie uns irgendwie ja, zugewiesen werden oder dass man uns so ein bisschen so ein paar Brotkrumen hinwirft. Und all diese Faktoren oder all diese drei Punkte, diese drei Säulen sind natürlich auch wieder beeinflusst von Mehrfachmarginalisierungen und Machtgefällen, die wir innerhalb der Community haben. Das heißt, dabei sind dann die Kooperation und Vernetzung wieder umso wichtiger, damit wir nicht dieselben Machtverhältnisse immer wieder reproduzieren, damit wir auch nicht die gleichen Unsichtbarmachungen immer wieder vom Neuen fortsetzen, sondern miteinander kooperativ, also gemeinschaftlich arbeiten auf Augenhöhe, um dann am Ende vielleicht möglichst viele zugängliche TIN-Geschichte oder möglichst viel zugängliche TIN-Geschichte zugänglich zu machen. Genau, das war unser Input. Vielleicht magst du noch mal kurz die letzte Slide mit den Quellen zeigen. Ja. Genau. Ja, vor allem steht da auch unsere E-Mail-Adresse zum Beispiel, falls Leute die haben wollen, aus welchem Grund auch immer.